Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Chinesischer Sicherheitstechnik. Ich habe heute ein Türschloss für euch. Ich weiß, es würde der ein oder andere auf die Idee kommen, das wäre doch eher Content für meinen Zweitkanal, wo ich ja mit Lockpicking das ein oder andere Schloss öffne, in einer kurzen Zeit. Also ohne Schlüssel natürlich. Das ist ein intelligentes Schloss und es geht auch nicht darum, das zu öffnen, es geht darum zu schließen und es gibt eine App. Es gibt eine App, also bleibt dran, es wird bestimmt spannend, da denke ich mal. Ich mache das Ganze jetzt auch gerade nur, weil ich es spannend finde. Das gehört irgendwie zu Smart Home. Das ist von WeLock, also We.Lock, gibt es bei Amazon zu kaufen und kostet 160 Euro mit einer RFID-Karte. Die zeige ich euch noch, also hoffe ich zumindest. Ich muss das Ganze alles nachher noch in eine Tür bauen. Ich pack's mal aus, einfach um euch einen Überblick jetzt zu verschaffen, damit ihr wisst, worum es überhaupt geht. Ich denke mal, so ganz kann ich das jetzt auch nicht verständlich machen und zeigen ist ja immer das Beste. Das ist es. Also hier dazwischen ist jetzt die Tür, ne? Und das ist der Türknauf. Auf der einen Seite kann man halt öffnen. Ne? Ihr seht hier, das bewegt sich und würde entsperren. Und hier bewegt sich logischerweise nichts, weil hier haben wir das dann Datei mit Passwort. Also was heißt Passwort? PIN. Ja, ihr seht hier so ein kleines Tastenfeld. Kann man den PIN eingeben. Also 150 Euro und da ist dann eine RFID-Kärtchen dabei. Ich habe hier ein Paket, da sind drei Kärtchen dabei. Sehen halt so aus. Hm? Und mit so einem Bändchen dran, kann man sich ein Schlüsselchen machen oder so. Und da ist dann halt ein RFID-Chip drin. Und macht man dann einfach nur piep, piep, wie im Hotel sozusagen. Dann entriegelt das. Denke ich zumindest. Das ist halt das, was ich bisher denke, was es halt ist. Aha, das ist eigentlich auch echt nice dafür. Wenn für den Fall, dass es eine Außentür ist, gibt es jetzt hier noch so einen Gummibumper, den kann man drumherum machen. Ja, passt genau hier drüber. Ja, dann ist das Ganze zumindest Spritzwasser geschützt. Okay, hier ist noch offensichtlich eine Art Imbus in zwei verschiedenen Größen. Und das war's. Nee, Madenschrauben sind noch drin, auch Imbus. Ersatzmadenschrauben, falls wahrscheinlich die da jetzt drin verschraubt sind, falls die halt irgendwie verloren gehen. Der ganze Spaß läuft mit 3 AAA-Batterien. Wir schalten mal die Kamera um, dass ihr es mal noch sehen könnt. Also, das ist das Tastenfeld. Hier kann man eine PIN eingeben, eine Möglichkeit zu entsperren. Oder wir benutzen eben so einen RFID-Chip, der eben auch dabei ist. Wie gesagt, ich habe 3. Wir haben hier diese beiden Imbusschlüssel. Ich vermute mal, ach ja klar, hier kann ich den Griff abmachen. Ja, muss ich ja auch. Ah, logisch. Sonst kann ich den ganzen Spaß ja gar nicht durch die Tür schieben. Ja, das schiebt man ja einfach nur so durch den Zylinder und auf der anderen Seite kommt dann der Griff dran. Easy peasy. Also normalerweise muss man den Zylinder einfach nur so ein bisschen entsperren. Also hier so schließen, dass halt der auf der Stellung ist und dann kann man den Zylinder aus der Tür herausnehmen. Dafür braucht man natürlich einen Schlüssel. Ne? Und hier muss man das ein bisschen anders machen. Hier muss man den Griff natürlich vorher abnehmen und dann kann man den Zylinder dann einfach statt des alten Zylinders dann genauso auch einfach durchschieben. Ne? Auf der anderen Seite dann den Griff halt wieder dran stecken. Also ganz einfach. Und vor allem, wir sehen hier für verschiedene Türstärken, haben wir hier verschiedene Bohrungen, wo dann die Madenschraube drin versenkt wird. Aha, ganz einfach ist das hier geregelt. Und so kann ich jetzt, ja gut, minimale Stärke der Tür ist natürlich die Breite des Schlosses. Also mehr oder weniger, ansonsten schaut das Schloss dann halt ein bisschen aus der Tür raus. Hier, das ist die App, die habe ich jetzt mal runtergeladen. Also ich glaube, man kann es dann halt alternativ auch über die App öffnen. Also hier Android-kompatibel und iOS-kompatibel. Ja, hier muss ich mich erstmal dann registrieren. Hier erachte ich es tatsächlich mal als notwendig, dass man das macht. Immerhin ist das sicherheitsrelevant. Und dass man sich dann hier registriert und Account anmeldet und das alles miteinander verknüpft wird, finde ich an der Stelle dann auch schon durchaus sinnvoll. Ah, schaut mal hier unter dem Plastik. Ich habe gerade ganz überlegt, wo ist eigentlich die Gebrauchsanweisung? Ja, die ist drunter. Also ich habe das ja hier vom Anbieter gestellt bekommen, das Schloss. Ich glaube, die haben irgendwas verwechselt. Die haben mir eine Gebrauchsanweisung auf Italienisch zugeschickt. Aber das ist nur die kurze Gebrauchsanweisung. Die richtige Gebrauchsanweisung, die ist dann auf Deutsch. Hier ist eine Gehäuseschraube. So einfach. Jetzt noch zusätzlich ein Fach. Okay, jetzt haben wir es gleich. Und da geht's schon. Ach, seht euch. Schaut euch das mal an. Hintergrundbeleuchtetes Tastenfeld. Und hier das Display ist zweizeilig. Sehr schön. Dann machen wir das jetzt hier mal wieder zu. WeLock. Und man hat hier eine kleine Batterieanzeige. Direkt auf dem Tastenfeld. Da sieht man es ja eigentlich, wenn die Batterien knapp werden. Das ist doch wunderbar. Und ich habe das Batteriefach jetzt natürlich vergessen. Okay, ich bin jetzt in eine App eingeloggt und man kann jetzt hier rechts oben ein Schloss scannen. Dafür wird dann wahrscheinlich hier vorne der QR-Code sein. Also man muss das noch verbinden. Einmal den QR-Code einscannen und dann die ID eingeben. Die ID steht auf den Schließzylindern an der Seite und dann ist es connected. Und jetzt kann ich es hier über die App einfach öffnen. Und schaut mal, was ich jetzt für Möglichkeiten habe. Einrichtung, Datensatz sperren, übertragen, Benutzer hinzufügen, Benutzer löschen. Kann ich erst das Schloss auswählen, komme dann hierher. E-Mail, Ebenen, Ebene 2 und 3, Fragezeichen, Startzeit, Endzeit, Zählungen. Ich weiß selbst noch nicht genau, was es hier heißt. Bedeuten sei Prüfbehörde plus. Keine Ahnung, was das ist. Ich denke mal, hier wird auch vieles einfach fehlerhaft übersetzt sein. Temporäres Passwort. Das ist auch krass.
Also bedeutet ja eigentlich, dass ich ein Passwort erstellen kann, was halt nur eine Zeit lang gültig ist. Ich kann ja auch den Service direkt kontaktieren über die App. Wird dann ein Chat gestartet, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Jetzt wollt ihr natürlich auch wissen, wie funktioniert eigentlich dieses Tastenfeld. Also wenn ich irgendwas drücke, dann wird das Display aktiviert und es werden auch die hintergrundbeleuchteten Tasten aktiviert. Und jetzt drücke ich auf das Schloss-Symbol. Manager-Passwort, das ist sozusagen das Admin-Passwort. Das ist vorgestellt auf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das sollte man natürlich dann auch ändern. Ansonsten kann ich eben neben dem RFID-Chip auch mit der PIN halt reinkommen und mit dem Smartphone. Hab da drei Möglichkeiten. So, jetzt habe ich ja diese Schlüsselkarten hier, die RFID-Karten. Die registriere ich ebenfalls direkt am Schloss. So, wir adden jetzt mal so eine Smartlock-Card. Dafür gehen wir aufs Schloss, geben das Manager-Passwort ein. Das habe ich jetzt geändert, und zwar zu den gleichen Manager-Passwort wie vorher auch. Das müsst ihr machen, sonst kommt ihr nicht in das Menü. Drücken jetzt die 2, Add Card, Adding Card, please swipe. New User, Card 1. Okay, dann baue ich das Schloss jetzt mal ein und werde es euch mal dann in der Praxis vorführen. Ach, eins noch, bevor ich das jetzt noch verbaue, das Schloss. Der USB-Anschluss, der ist für eine Notfallöffnung. Da könnt ihr dann allerdings mit eurem Smartphone und mit der App könnt ihr dann das Schloss auch so öffnen, falls irgendwie mal gar nichts mehr geht. Es gibt aber auch noch zusätzlich als Sicherung ein Super-Admin-Passwort. Das sind die letzten 8 Ziffern der Schloss-ID. Und die Schloss-ID befindet sich hier an der Seite vom Zylinder. Also die Schloss-ID vorher abschreiben, vor dem Ausbau. Die braucht ihr aber ohnehin, die wird mit dem Smartphone registriert. Und ja, ihr müsst natürlich dann auch ein Micro-USB-Kabel dabei haben, falls ihr mal eine Notöffnung durchführen müsst. Dafür ist dann dieser Micro-USB-Anschluss. Wunderbar. Also wie ihr seht, habe ich jetzt mal das Schloss eingebaut. Und wir haben auf der einen Seite den Knauf, den kann man drehen. Das ist hier natürlich ein bisschen Blödsinn, weil ich kann einfach mal der Klinke öffnen. Und seht ihr, wie der Bart sich bewegt? Geht von der Seite also auch. Wer wissen möchte, wie man das Ganze hier einbaut, ihr müsst diese Schraube lösen, rausziehen. Dann könnt ihr den alten Zylinder, den müsst ihr dann aber, der muss geöffnet sein. Und dann kann man den Schlüssel so ein bisschen drehen. Ansonsten schaut euch ein Tutorial hier an, wie man einen Zylinder ausbaut. Okay, jetzt will ich euch aber demonstrieren, wie das Ganze funktioniert. Also wie gesagt, von der Seite kann ich schließen. Von der Seite kann ich nicht schließen. Der Knauf lässt sich hier einfach nur drehen. Und jetzt lassen wir mal die Tür ins Schloss fallen. Okay, und meine liebreizende Assistentin wird es jetzt mal öffnen. Also ihr seht schon, es ist wirklich verschlossen. Genau, da haben wir jetzt unseren RFID-Chip. Aktivieren das Keypad und schon ist es entsperrt. Und jetzt lässt sich der Knauf drehen, was vorher nicht ging. Okay, lass die Tür wieder ins Schloss fallen, bitte. Und haben wir es auch schon gehört. Er hat es kurz gepiept, nach ein paar Sekunden. Und dann sperrt er wieder. Und jetzt kann man den Knauf zwar drehen, aber es passiert halt nichts. Alternativ kann ich das Keypad aktivieren. Jetzt meinen PIN eingeben, den ich vorher eingerichtet habe. Drück auf das Schloss und dann wird es auch entsperrt. Alternativ kann ich aber auch über die App entsperren. Das habe ich euch alles schon gezeigt. Aber am praktischsten ist es natürlich einfach mit Chipkarte. Mit Chipkarte. Halt mal ran. Genau, und da seht ihr auch, der zeigt dann an, mit welcher Chipkarte entsperrt wurde und jetzt kann man halt die Tür öffnen. Wunderbar, also einfach geht das. Ich muss sagen, der Einbau ist total easy. Der wird auch ständig der Akkuladezustand angezeigt. Das sieht man praktisch jeden Tag, weil immer das Keypad aktiviert werden muss. Kann also nicht passieren, dass man hier mal versehentlich mit toten Batterien halt vor einer verschlossenen Tür steht. Ansonsten habt ihr ja schon gesehen vorhin im Video, hier einfach die Schraube lösen, das Gehäuse abziehen und schon kommt man die Batterien ran. Raus, einfach wechseln, dann kommt man wieder rein. Okay. Ja, das soll es gewesen sein und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Ich verlinke euch das Produkt unten in der Videobeschreibung. Bis dahin. Ciao.